Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und einem neuen Update aus unserem Garten. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die hier neu sind, die sollten unbedingt die YouTube-Notification-Bell anschalten, damit ihr nichts verpasst. Folgt auch gerne meinem Kanal. Für alle, die hier schon etwas länger sind, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich, dass ihr ja immer so fleißig mitkommentiert und mir schreibt und mit am Start seid. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich persönlich selber sehr darüber, dass ich diese YouTube-Videos über unseren Garten mache, weil es auch für mich total schön ist, so immer rückwirkend zu sehen, was ist hier alles passiert. Es passiert einfach so viel und es ist einfach so schön zu sehen, wie jetzt so die Ideen, die man vorher so hatte, so wahr werden und so in Realität umgesetzt werden. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme hier gar nicht mit den YouTube-Videos so schnell hinterher, wie das hier eigentlich alles so fertig wird. Deswegen seid ihr immer ein kleines bisschen hinterher für alle, die gerne so ein bisschen up to date sein wollen und ein bisschen aktueller sein wollen. Die können mir auch gerne auf Instagram folgen. Da ist es dann zwar nicht so ausführlich, aber trotzdem kriegt ihr dort auch immer kleine Updates vom Garten. Ja, ich bin das letzte Mal gar nicht zu Ende gekommen mit Tag Nummer 17. Da ist noch einiges passiert und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt mit Tag Nummer 17 wieder ein und ich zeige euch, was am Tag 17 noch passiert ist. Here we go. Einen wunderschönen guten Morgen, hier direkt mit Bauplänen. Ja, hier sind ein paar Änderungen gemacht worden, die musste ich jetzt gerade unterzeichnen. Und das hier ist jetzt übrigens die finale 3D-Zeichnung von unserem Bett draußen, hier direkt vor dem Fenster. So sieht das jetzt aus. Hier, das hier ist eine Matratze und hier haben wir so einen kleinen Minitisch. Aber da kann man das so rausnehmen, diese Platte. Und dann hat man da drin so einen Built-in-Storage, also das heißt, da kann man dann so Sachen reinmachen, wie zum Beispiel unter anderem Kissen. Und ja, sieht richtig, richtig cool aus. Und dann hängen hier so Vorhänge nachher. Und das hier sind ja diese runden Baumstämme. Also die werden nicht so sein wie hier jetzt, sondern das wird so richtig rustikal werden. Ach, jetzt muss ich auch wieder raus. Dann die Jungs, die warten auf mich. Müssen schon wieder einige Sachen hier besprochen werden. Und dann habe ich heute ein Sample bekommen. Ein Holzstamm für unser Bett, was wir draußen bauen wollen. Und ja, in Deutschland kriegt man ja schon solche runden Baumstämme relativ einfach. Hier ist es sehr schwer und sie sind vor allen Dingen auch extrem teuer. Aber naja, gut, gucken wir mal. Ich denke, ich werde trotzdem 4 Stück davon holen für unser Bett. Und hier wird auch gerade alles gemacht. Zack, und an die Wand geschmissen. Ich liebe das ja, ne? Wie die das hier alle so zack, zack. Das ist übrigens der süßeste Mann hier auf dem ganzen, Baustelle. Der ist 65 Jahre alt und das ist sein letztes Projekt, was er macht. Das ist einfach so krass, dass der hier wirklich einfach immer noch so auf dem Bau arbeitet und so. Ich habe einfach immer wieder den größten Respekt vor diesen Menschen und ich finde das immer super, super wichtig, dass man die dann auch wirklich dass man die gut behandelt. Jetzt kann ich gerade nicht großartig viel machen, weil es ist Ramadan. Also ich kann ihm noch nicht mal irgendwas zu trinken oder Obst oder sowas anbieten. Aber ich habe schon mit Mo gesprochen, weil es wie gesagt sein letztes Projekt ist, bevor der bevor der in Rente geht. Ich will dem unbedingt einen kleinen Briefumschlag geben und so kind of, you know, end of service von Frau Erdmann. Ich werde ihm auf jeden Fall ein bisschen Geld zustecken und möchte gerne, dass er einfach so das Gefühl hat, ey, das war mein letztes Projekt und das war richtig toll. Und ich werde dafür so belohnt. Na, wisst ihr, was ich meine? So, jetzt muss ich mich fertig machen. Ich habe einen Termin. Tag 18. Oh, ich habe das jetzt nicht mehr mit den Tagen hier so drauf. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich wollte jetzt mal hier so ein Quick Update machen. Hier der Storage Room ist mittlerweile fertig aufgebaut. Die Kanten sind bereits hier alle gemacht und jetzt haben wir hier die Seite auch schon alle verputzt. Hier wird jetzt gerade ein riesengroßes Loch geschaufelt, weil hier wird der Bereich, wo die Außendusche kommt. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool, wenn man dann hier in diesem Bereich trainieren kann. Und dann halt hier seine Dusche hat. Auch für die Kinder, wenn die mal draußen sind, hier auch in der Küche, in der Mudge Kitchen spielen und sowas. Und dann kann man die einfach hier draußen abduschen.
Oder wenn die schwitzen und einfach mal so, ja, so richtig durchgeschwitzt sind, dann kann man die auch abduschen. Ich glaube, das ist ja, eine richtig coole Idee. Ansonsten, was gibt es sonst Neues? Also, die Palmen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste, dass die erstmal an den Seiten ein bisschen gelb werden. Trotzdem habe ich ein bisschen Bammel, ja, dass die das nicht mitmachen. Aber nun gut, ich warte erstmal ab. Jetzt hier wurde bereits alles fertig gemacht für unsere Sitzecke. Das ist die Lounge. Hier kann man nachher dann sitzen. Ich glaube, das wird auch richtig schön. Und was jetzt sonst noch gemacht wurde, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht wirklich großartig, was Spannendes. Hier in den Pflanzenboxen wurde alles so, ja, wie sagt man das, so versiegelt. Und hier haben sie jetzt auch die Seite soweit eigentlich fast fertig. Es muss jetzt nur noch alles verputzt werden. Ja, das ist so der aktuelle Stand der Dinge an Tag Nummer 18. Das sollte so mein Running Gag werden hier im Fenster. Ja, die Frage mit den Palmen. Überleben die das oder nicht? Ich sag's euch, ich habe keine Ahnung. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es noch ganz okay aus, aber so wirklich hundertprozentig sagen kann man das natürlich erst über eine Zeit lang. Wir sind auch jeden Tag am Wässern bis zum Get-No. Ich zeige euch auch ganz mal, kurz mal, wie Leo hier immer wässert. Der freut sich nämlich immer so tierisch, wenn er den Gartenschlauch in die Hand nehmen darf und mitwässern kann. Ja, das ist für ihn ein Riesenspaß. Guckt mal. Leo ist gekommen und hilft mir. Leo, richtig da rein. Richtig da rein. Richtig in das Wasser rein. Ah! Okay, stopp, 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 Baba, stopp. Stopp. Chalas, sonst geht das alles raus. Gut. Oh, 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 der Damm ist gebrochen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. No, 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 no. Oh no. Wait. Take me. Ah! No, 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 no. Oh my God, I need to use my hands. Oh. Das ist nämlich das Problem. Wenn das hier außen bricht, dann ist alles raus. So, Chalas? Okay. Fertig. Tschüss. Ah, mein Gott. Dein Auto? Ja. Ja, take it. Oh mein Gott. Kann ich jetzt alles wieder sauber machen? Oh. Wie ihr seht, auch Leo ist fleißig am Bewässern. Wir wässern die ganze Zeit, die Arbeiter wässern hier die ganze Zeit und ich hoffe wirklich, ja, dass sie das überleben, weil ganz so günstig waren die ja nicht. Ne? Also wenn die jetzt hier sterben, ey, dann sag ich euch, dann stirbt auch ein Teil in mir drin. Naja, aber es wird schon alles gut gehen. Wir hoffen einfach auf das Gute. Ihr drückt mit die Daumen und dann wird das schon alles. Ja, wie ging es dann weiter? Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit Tag Nummer 20 und dem darauffolgenden Tag. Denn das war so ein Tag, auf den ich mich so richtig gefreut habe. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr jetzt sehen. Ein neuer Tag, ein neues Update. So, hier ist jetzt mittlerweile alles fertig. Der ganze Storage Room ist fertig. Dann haben sie heute hier nochmal den ganzen Bereich für die Kids Play Area geebnet. Das war noch nicht so 100%. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ansonsten haben die heute auch ganz viel Sand hier weggeschafft, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Sand und dem Sand, der hier auf dem Boden liegt. Also ja, das sind unterschiedliche Sandarten und der alte Sand wird dann immer weggebracht. Dann kommt hier immer so ein großer Traktor und dann ein großer Transporter. Und dann wird hier der ganze Schutt weggebracht. Ja, haben sie heute auch wieder einiges weggebracht. Aber ansonsten sieht man noch nicht so wahnsinnig viel. Ja, heute ein neuer Tag. Ein neues Update. Guten Morgen. Nee, das ist ein YouTube-Video. It's not good morning. But you can also watch it in the morning. This morning now. How are you, mein Schatz? I'm feeling amazing. Ramadan is killing you, huh? It's nice, it's good. But are you excited? What is happening today? You know what is happening today? Oh, yeah, the kids area. Yeah, we are getting... Leo will be so happy. Yeah, but it will be not ready today, but it will be delivered at least. And then tomorrow they are building it up. That's good. Are you excited? Very excited.
Very excited, yay! So, und hier haben wir den LKW voll mit den ersten Sachen für den Kinderspielplatz. Und da kommt schon direkt Leos und Leilas Rutsche. Oh, ich freue mich. Und guckt euch mal das schöne Holz an. Oh mein Gott. Wir haben uns hier für so ganz natürlichen Look entschieden. Das finde ich einfach so schön. Kai ist übrigens deutsch. Ja. Guten Tag. Ja, für die Kids Play Area, da habe ich gedacht, da gehen wir auf Nummer sicher, dass alles sicher ist und läuft. Ja. Auf die Deutschen ist ja dann doch immer noch mal ein bisschen mehr Verlass, ne? Ja, jetzt wird schon mal alles gebracht hier. Bin echt gespannt. Ja, ich habe mich ja so auf den Tag hier gefreut, dass jetzt die ersten Stücke alle gebracht werden. Allerdings wird heute noch nicht wirklich was aufgebaut. Heute wird erstmal alles nur gebracht und dann ja, gucken die erstmal, wie wo alles nachher positioniert wird und so. Weil wir sonst sind wir uns ja schon sicher, ob wir das alles so machen, wie wir geplant haben? Oder er lacht. Also das heißt so viel, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja, wir waren uns noch nicht so sicher, wo nachher die Mud Kitchen hinkommt, wo nachher die Rutsche hinkommt, aber. Ja, größtenteils ist eigentlich alles soweit geplant. Ja, gucken wir jetzt mal, wo dann nachher wie was hinkommt. Jetzt schon die ersten Teile. Ja, und da sieht man einfach auch schon, wie schön das einfach aussieht. Oh mein Gott, ich liebe das ja. Ne? Da war die Farbe alle. Schön. Da kommen wir gleich nochmal. Ja, hier seht ihr den Unterschied gerade. Also das hier ist das Naturbelassene und hier haben wir so einen leichten Grauschleier rauf gemacht. Das fand ich irgendwie ganz nice. Und dann hier, das hier ist zum Klettern und das haben die auch aus Holz gemacht. Das fand ich so schön. Kennt ihr bestimmt auch sonst so von anderen Spielplätzen, ist das immer so aus Plastik. Und ich mag das ja gar nicht. Und ja, guckt mal, richtig, richtig, richtig schön ist das. Boah, freu mich. Hinter der Kamera mein Mann Mo. Hi. Hi. Have you like the wood? Yeah, it's nice. It's cool, huh? Yeah. There's mud kitchen. And this is a planter box where we can put plants. Like for example, yesterday when we had tomatoes, you know, then we can put the old tomatoes inside and he can let them grow. It's nice. It's very nice. Hallo! Hi Leila! Hallo! Hi! Das haben wir jetzt mit auf Video. Half of the material is not on the truck. Oh no! So, aktueller Stand hier. Das ist auch schon mal aufgebaut alles. Richtig cool. Leo, was sagst du? Ist das cool? Ist das cool? Und was ist das da hinten? Was ist das da? Das Orange. Was ist das? Rutsche. Sag mal Rutsche. Rutsche. Rutsche, genau. Und das hier ist eine Seite von dem Haus? Von dem einen Tower, ja. Aha. Ja, hier wurde in den letzten Tagen wirklich wild geschraubt und gebaut, Teile zusammengesetzt und mittlerweile ist das Projekt, ja, Kinderspielplatz sozusagen schon fast fertig. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier mal Stopp, weil ich sag's euch ganz ehrlich,
dieses ganze Zusammenbauen und was hier so alles passiert ist, das war so aufregend, so spannend und ich habe so viel gefilmt, dass es wirklich eine eigene Folge verdient. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann auf jeden Fall alles, was hier so rund um den Spielplatz passiert ist. Ich sag's euch, das war so cool, vor allen Dingen auch Leos erste Reaktion, das werdet ihr dann alles in der nächsten Folge sehen. Schaltet deswegen auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, es gibt ein neues Garten-Update. Folgt mir gerne, kommentiert, liked, schaltet die Notification-Bell an und folgt mir auch gerne auf meinem Instagram-Kanal. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute und ich würde sagen, bis bald!